Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Guide hier bei mir auf dem Kanal zu Subnautica. Und heute soll es um zwei Rettungskapseln gehen, und zwar um die Rettungskapsel 4 und 6. Die findet ihr hier bei Datendownloads, Codes, Hinweise, und im Laufe des Spiels bekommt ihr eben die Hinweise zu diesen zwei Rettungskapseln. Da fehlen allerdings die Koordinaten, sondern ihr bekommt nur Bilder, und ich zeige euch jetzt, wo die liegen. Hier ist ganz klar, die soll in der Nähe der Aurora sein, und auch bei der Rettungskapsel 6 steht eben mit der Strahlung und dass sie auf 100 Meter gesunken ist. Das heißt, auch da kriegen wir einen kleinen Hinweis. Und ja, diesen Guide gibt's, weil ihr das in die Kommentare geschrieben habt, dass ich doch dazu mal einen machen soll, und ich höre zu, ich lese alle Kommentare, von daher immer her damit, wenn ihr noch weitere Guides hier haben wollt, die es noch nicht bei mir auf dem Kanal gibt. Wir starten wieder hier an unserem Startpunkt. Viele fragen auch immer, wo ist diese Koralle? Ihr könnt einfach mal auf eure Rettungskapsel 5 klettern und dann euch ein bisschen umschauen. Dann werdet ihr sehen, es gibt hier tatsächlich nur zwei dieser Korallen, die aus dem Wasser schauen im ersten Biom. Das ist direkt da, wo ihr gedroppt werdet. Die Rettungskapsel ist immer ein bisschen an einem anderen Ort wie 5er, deswegen ist die nicht so geeignet als Startpunkt. Ich nehme diese schöne Koralle, die hier eben nur an einer einzigen Stelle aus dem Wasser guckt. Da drüben gibt es noch eine, die guckt zweimal aus dem Wasser. Das ist die hier, aber ihr seht, die ist so nah, das würde jetzt auch nicht schaden, wenn ihr die als Startpunkt nehmt. Genug der Worte, wir starten Richtung Nordosten. Ihr seht es auf meinem Kompass, ich gehe so ja ein ganz kleines Stück rechts von Nordost. Ich würde jetzt so sagen, einen Strich, vielleicht sogar nur so einen halben, rechts von Nordost. Wir versuchen dann auch gleich auf die besagten 100 Meter runter zu gehen. Und ungefähr ja, 500, 600 Meter von unserem Startpunkt entfernt sollte dann die Rettungskapsel 6 zu finden sein. Wir gehen jetzt hier, wie ihr seht, in das Biom mit dem roten Gras hier, und sobald ihr hier diese Frackteile seht, seid ihr eigentlich schon fast da, denn hier unterhalb dieses kleinen Vorsprungs da vorne ist schon die Rettungskapsel 6 zu finden, und die liegt hier ganz in der Nähe des großen Frackteils hier in diesem Biom. Also das ist der Standort der Rettungskapsel 6. Ihr werdet hier auch eine schöne Datenbox finden können. Da sind die ultra gleitfähigen Schwimmflossen drin. Auch eine PDA ist auch tatsächlich in der Rettungskapsel selbst. Und jetzt wollen wir von hier aus direkt in Richtung der Rettungskapsel 4 uns bewegen. Und ich zeige euch das nochmal vom Bild her. Ihr seht das, die liegt im Grunde direkt vor der Aurora an der Wasseroberfläche. Und deswegen setze ich jetzt hier auch mal den Kurs so zwischen Ost-Südost und gehe ganz hoch an die Wasseroberfläche, um euch das mal zu zeigen. Wir tauchen jetzt hier einmal auf. Ich bin jetzt direkt über Rettungskapsel 6 und ihr seht, da vorne ist die Aurora, und ich halte im Grunde jetzt hier auf diesem Ost-Südost-Kurs von der Rettungskapsel 6 auf diese ganz linken Flammen zu. Ihr seht das, da brennt es an mehreren Stellen, und an der linken Stelle hier, da brennt es nochmal, und das ist so meine Peilung, die ich von hier nehme. Ihr könnt da natürlich auch von überall anders hin. Ich will euch nur sagen, auf welcher Höhe im Grunde die Rettungskapsel 4 ungefähr vor der Aurora liegt. Es ist auch vielleicht sinnvoll, das bei Tag zu machen, weil da, ihr seht das jetzt, sieht man sie schon relativ zügig von weit weg. Das kann manchmal anders sein. Und hier, genau hier an dieser Stelle, liegt die Rettungskapsel 4 an der Wasseroberfläche. So findet ihr die. Ihr seht, wir sind jetzt ja so zwischen Ost-Nordost, wenn ihr vom Startpunkt ausgeht, knappe 700-800 Meter. Und auch hier können wir reintauchen, und auch hier gibt es eine Datenbox, ihr seht es. Und hier gibt es die Raubtier-Täuschkörper, die ihr mitnehmen könnt. Das ist im Grunde schon der ganze Guide zur Rettungskapsel 6 und 4. Vielen Dank für den Kommentar nochmal. Und ich mache hier immer gerne weitere Guides zu Subnautica. Ich hoffe, der hat euch geholfen und gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, gerne ein Abo für den Kanal. Und dann sehen wir uns hier ganz bald wieder bei mir. Bis dahin und tschüss.